Und dann kann es manchmal passieren, dass jemand sagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ich stelle mich anderen nicht mehr zur Verfügung. Das ist mein eigenes Leben. Ich lebe nicht das Leben meines Vaters oder meiner Mutter, nur weil die sich gewünscht haben, dass ich mal Arzt werde oder Eiskunstläufer oder Fußballer. Und dann steigt man aus. Das ist kein großer Trainingseffekt, den man da braucht, sondern das ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung kann man nur treffen, wenn der Schuss vor dem Bug tief genug gegangen ist, dass er auch einen wirklich mit diesen inneren verdrängten und verwickelten Bedürfnissen wieder verbunden hat. Das wäre so eine Möglichkeit, ja. Es gibt dann noch die andere, dass man eine Begegnung hat. Also manchmal ist das im Kino oder beim Lesen eines richtig guten Buches. Oder vielleicht auch eine lebendige Person, vielleicht auch irgendwas im Museum oder in der Natur. Und dann steht man plötzlich vor diesem Bild oder vor diesem Musikstück, hört man das Musikstück und es ergreift einen. Tiefst im Inneren ist man plötzlich berührt. Und was da stattfindet, ist so eine Berührung mit diesen unterdrückten Anteilen. Und das wird dann oft als sehr beglückend empfunden. Fast ein Erleuchtungserlebnis. Und da gibt es auch einige Menschen, die das so erleben und dann in der Minute für sich entschließen, mache ich nicht mehr weiter. Ich steige da aus. So. Und das machen die dann auch. Ist natürlich dann ein völlig anderes Leben, was man dann führt, weil da passt ja nichts mehr von dem, was man vorher so tagtäglich getrieben hat. Die Freunde, die Familie, der Lebensstandard, alles ist auf einmal hat nicht mehr diese Bedeutung. War aber um dieses Ich-Konstrukt herum gebaut. Ja, schwierig. Und die letzte Variante ist die, die ich jetzt in der letzten Zeit immer deutlicher so vor Augen sehe. Und die ist deshalb so interessant, weil man die ohne so große Schmerzen und ohne Erleuchtungserlebnisse und den großen Zufall, der dazu gehört, auch einfach so umsetzen kann. Und das ist, dass man einfach ganz bewusst darauf achtet, dass man nichts mehr tut, wo man andere oder sich selbst zum Objekt macht. Das tut ja nicht gut, wenn man von anderen zum Objekt gemacht wird und wenn man sich selbst zum Objekt macht, das tut es erst recht nicht gut und auch wenn man andere zum Objekt gemacht, das ist ja alles etwas, was einem nicht gut tut. Und da könnte man auf die Idee kommen, dass man sagt, das will ich nicht mehr, ich möchte nicht mehr Dinge tun, die mir nicht gut tun. Und da kann man klein anfangen, so beim Essen, dass man einfach nichts mehr isst, was einem nicht gut tut. Auch nicht mit Leuten, die einem nicht gut tun und an Orten, die nicht schön sind. Dann kann man mit dem Internet und dem Gezocke da im Internet oder diesen Fernsehsendungen, da kann man weitermachen am Abend und einfach mal abstellen, fertig. So, und dann hat man plötzlich, ist man wieder Gestalter seines eigenen Lebens, also zumindest dieses Abends. Und dann, wenn man dann sich fragt, was täte mir denn gut? Da fragt man ja in Wirklichkeit, was würde mich denn lebendig machen? Was sind denn die Bedürfnisse, die ich jetzt schon die ganze Zeit in meinem Funktionswahn und in diesem Hamsterrad gar nicht mehr leben konnte? Und deshalb erleben Menschen dann in solchen Prozessen, wo sie anfangen, wieder darauf zu achten, dass sie nur eher Dinge tun, die ihnen gut tun. Also, dass sie einfach ein bisschen liebevoller zu sich selbst sind. Da erleben die dann auch, dass sie sich wieder mit ihren verschütteten und eingewickelten Bedürfnissen verbinden. Und wenn jemand seine beiden Grundbedürfnisse, das nach Autonomie einerseits und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und das nach Verbundenheit und Geborgenheit andererseits, wenn er die wieder stillen kann, ist er kein Bedürftiger mehr.